Auch schon wieder zurück bei Starfield. Willkommen zurück. Wir sind mit Sam Coe gerade in der Bank. Haben im letzten Part, ja, an einer Geiselnahme teilgenommen. Als Retter der Stunde natürlich. Und jetzt würde ich sagen, setzen wir uns mal hin und reden mal ein bisschen. Diese Jungs sind ja auch nicht für ihren gesunden Menschenverstand bekannt. Brauchst du was? Wolltest du zu mir? Nein, ich habe mich einfach nur so zufällig gegenüber von dir hingesetzt. Der Marshall hat mich geschickt. Ach so, das ist die, die mit den... Ach, das ist die, die Freerange... Ach so, das ist nicht die, wo wir eigentlich hin wollten. Tja, wenn der Marshall dich geschickt hat, dann will er dich rekrutieren. Ich erkläre dir kurz, wer wir sind und was wir machen, damit du weißt, worauf du dich einlässt. Die Freestar Ranger sorgen für die Sicherheit des Freestar Collective und seiner Bürger. Wir jagen beispielsweise Flüchtige, zerschlagen Schmugglerringe, untersuchen Schiffsdiebstähle, bringen möchtegern Bankräuber hinter Gitter. Wir tun alles, was nötig ist, um die Leute zu beschützen. Ich bin mit den Geschichten von den legendären Freestar Rangern aufgewachsen. Ja, ich auch. So wie fast alle Kinder im Freestar Collective. Wie bei allen Legenden ist die Wahrheit etwas weniger glamourös. Du hast sicher viele Fragen. Ich beantworte sie gerne. Gibt es viele Ranger? Das schwankt immer, weil Leute in Rente gehen, neue Rekruten dazukommen und leider auch mal jemand im Dienst stirbt. Aber soweit ich weiß, gab es nie mehr als ein Dutzend Ranger gleichzeitig. Welche Befugnisse haben die Freestar Ranger? Naja, theoretisch kann ein Freestar Ranger im Freestar Collective überall hingehen. Auch auf Privatgrund. Aber natürlich läuft das nicht immer so. Wenn wir Flüchtige jagen, sind wir auch weisungsbefugt gegenüber der örtlichen Security. Wird die Arbeit bezahlt? Das ist, denke ich mal, selbstverständlich. Ich weiß, was ich wissen muss, also weiter. Okay. Ein wenig zu mir. Ich stelle sicher, dass jeder, der Freestar Ranger werden will, der Aufgabe auch gewachsen ist. Der Marshall hätte dich aber nicht hergeschickt, wenn er kein Potenzial in dir gesehen hätte. Also, wie sieht's aus? Bist du bereit, den Freestar Rangern beizutreten? Ich denke schon, dass das eine gute Idee ist, oder? Da wir auch diese Eigenschaft der Freestar Ranger genommen haben, wäre es auch dumm, hier nicht beizutreten. Sowieso kann man ja... Das sind wie Gilden, ne? Diese UC Security, die Freestar Ranger und das alles, das sind wie Gilden. Und wir möchten auch eigentlich schon jede Gilde machen und jede Quest jeder Gilde machen. Das ist eigentlich so das Ziel, was man in Games wie Oblivion und Skyrim und jetzt auch Starfield immer haben sollte. Und deswegen ja. Ich denke, das passt zu dir. Die Ranger können viel Gutes bewirken. Bevor ich dir eine Marke gebe, muss ich mich von deinem Können überzeugen. Du hast zwar schon bei der Geiselnahme geholfen, aber vielleicht war das einfach Glück. Ja, klar, bestimmt. Such dir einfach am Missionsterminal irgendeinen Auftrag aus. Wenn du lebend zurückkommst, reden wir über deine Aufnahme. Du wirst beeindruckt sein. An Selbstvertrauen mangelt es dir schon mal nicht. Aber steckt da auch was dahinter? Ja. Ich hoffe, dass es sich jetzt auch nicht gegenseitig ausschließt. Aber ich schätze nicht, weil sonst könnte ich ja schon... Sonst würden sie mich ja schon gar nicht mehr fragen, ob ich Freestar Ranger werden will. Was darf sein? Logischerweise, weil ich bin ja schon bei der UC Security. Aber dann kannst du wohl überall sein, theoretisch, wenn du willst. Gut. Wir kümmern uns jetzt aber erstmal um die Quest hier, um die Hauptquest. Danach mache ich hier eine Freestar Ranger Aufgabe. Das heißt, wir werden wohl noch eine Weile hier bleiben. In dieser Welt. Im Turm ist die Ranger Zentrale. Was ist bei dem los? Manche tun so, als hätte er das ganze Freestar Collective eigentlich aufgebaut. Richtig, ich muss ja sogar in die Galbank, da wo wir ja sogar schon drin waren. Das ist ja das Gebäude, wo die Geiselnahme stattfand, die Bank. Die Leichen wurden weggeräumt, wie ich sehe. Nein, wurden sie nicht! Lol. Genug Aufregung für heute. Scheiße, ich hätte an den Safe rangehen sollen, solange wie ich noch konnte. Familie hat ein paar verschiedene Schlüssel. Also sehen wir uns um. Hier ist eine Kopie vom Schlüssel.
Nachricht an Sam. Hier. Soll ich vielleicht erstmal lesen, was in der Nachricht von Sam, an Sam drin steht? Sam, ich wusste, dass du und deine Freunde irgendwann kommen und um dein Vermächtnis zu holen. Ihr wollt diese Karten? Ihr wisst, wo ihr mich findet, Jacob. Oh nein, Jacob. Natürlich hat der alte Esel das kommen sehen. Wer ist Jacob? Warum hat er die Karten mitgenommen? Nur ein verbitterter alter Mann, der sich mal wieder einmischt. Ich spaziere in ein Riesendrama. Ich spaziere mitten in ein Drama. Bist du jetzt die ganze Zeit so? Verdammt. Ich wollte nicht zum Anwesen. Cora wird stinksauer sein. Sam, red Klartext. Sag mir, wer Jacob ist. Muss das jetzt wirklich sein? Ja, ich versuche mich jetzt nochmal beim Überzeugen. Wir gehen doch sowieso zum... Warte mal, was heißt denn weiß? Das ist... Ach so! Ich kann... Ah, siehst du bei... Alter, ich kann hier sogar, um die Leute hier zu überreden, wenn es jetzt nicht gerade Bankräuber sind, kann ich sogar auch dieses Freestar Collective Siedler-Ding benutzen. Ich schätze mal, das ist, hat 100% Erfolgschance, ne? Nehme ich einfach mal an. Komm schon, wir sind doch beide Freestars, oder? Die Karte musstest du jetzt spielen, oder? Ach, das ist ein Instant-Ding, au! Mein Vater, okay? Wir verstehen uns nicht so gut. Er dachte sich wohl, dass ich irgendwann wegen der Karten antanze und ist mir zuvorgekommen. Ich wollte einfach nicht ins Familiengeschäft einsteigen. Alter, ich kann die Leute hier einfach instant überzeugen, indem ich Freestar Collective Typ bin. Danke für deine Offenheit, Sam. Tut mir leid, dass ich deswegen nerve. Mein Vater und ich können uns nicht vergeben. Das ist, Familientradition. Okay, wollen wir? Sure, let's go. Derweilen kann man sich auch so ein bisschen hier in der Stadt schon mal umschauen. Amira Wolf im Mutterhaus könnte jemanden, die dich bestimmt braucht. Echte Gründe. So wie du in der Bank geglänzt meine hast, Familie wird das Karl. Leicht. Wie viel? 10, 15 Jahre später? Schon wieder eine neue Quest. Alter, wir haben so viele Quests schon. Der Wahnsinn. Sie an. Sam Cole verdunkelt mal wieder unsere Schwelle. Du weißt, warum ich hier bin. Ach. Und warum? Bist du zur Vernunft gekommen? Hast endlich erkannt, wo du hingehörst? Ich frage nicht nochmal. Du hast noch nie gefragt. Lass schon hören. Ich will dich sagen hören, was dir wichtiger ist als die Familie. Okay, das war ein Fehler. Der einzige Fehler hier bist du. Dass du deinen Constellation-Lakaien herbringst statt meiner Enkelin. Willst du Sam helfen, sein Vermächtnis zu plündern? Ihr bekommt die Karten nicht. Punkt. Ich weiß nicht, ob Sam... Ich weiß diesmal nicht, ob ich meinen Begleiter hier sprechen lassen sollte. Ich glaube nicht, dass Sam Cole in der Lage ist, den Typen zu überzeugen. Vielleicht dann lieber noch eher eine dritte Person. Warum genau hast ihr zwei euch eigentlich so? Ein Cole gehört nur an einen Ort. Und das ist nicht das Sternenmeer, um Gott weiß was zu tun und unsere Zukunft zu riskieren. Es geht nicht um dich oder dein Vermächtnis, es geht um Größeres. Nichts ist wichtiger als Familie. Nichts. Wäre Sam geblieben, wüsste er das. Und du wirst nicht hier. Okay, das reicht. Komm mit. Unterhalten wir uns. Allein. Willkommen zu Hause, Sam. Bleib bitte nicht lange, wie du es eben immer tust. Augenblick. Okay. Reden wir über unsere Optionen. Er hat seine Enkelin erwähnt. Vielleicht kann Cora helfen. Nein, nein, nein.
Ich will sie nicht hier haben, okay? Je weniger sie mit Jacob zu tun hat, desto besser. Was ist denn los? Bisher hattest du kein Problem damit, dass sie dabei ist. Ich habe vor langer Zeit entschieden, wie meine Kleine aufwachsen soll. Und Jacob Coe kommt da nicht vor, okay? Belassen wir es dabei. Ah, sie könnte uns wahrscheinlich wirklich dabei helfen, ne? Also, ich kann hier, glaube ich, wirklich mehrere Wege gehen. Man könnte die Kleine benutzen, um an die Karten zu kommen. Wie moralisch verwerflich das ist, bleibt jedem selbst zu entscheiden. Man kann auch ihn ablenken lassen und ich klaue die Karten wieder. Ich glaube, das ist einfach auch mit weniger Aufwand verbunden, weil man sie sonst extra auch vom Schiff her schleppen müsste. Das wäre toll. Außerdem bist du der Vater und du entscheidest ja letzten Endes, wen deine Tochter sehen darf und wen nicht. Die Karten müssen irgendwo sein. Du lenkst ihn ab, ich sehe mich um. Okay, nicht übel. Gib mir nur kurz Zeit, mich zu stellen. Dem gefällt das einfach, so eine Taktik. Runde 2 mit dem alten Esel kann noch schlimmer sein als Runde 1. Sag Jacob nächstes Mal, dass ich mit ihm reden will. Das ist unser Stichwort. Du schleichst dich weg, ich beschäftige ihn. Bitte Cora um Hilfe, sprich mit Jacob und lass Sam ihn ablenken. Sprich mit Jacob und überreden. Ich kann auch versuchen, weißt du was, bevor ich ihn ablenken lasse, versuche ich ihn zu überreden. Was gibt's diesmal, Constellation? Sei doch vernünftig, wir brauchen die Karten, Jacob. Ja, das entscheidest aber nicht du, hm? Sie sind Familieneigentum der Chaos. Und sie bleiben hier. Wir tryen es jetzt nochmal. Wir brauchen nur plus 4 und haben 3 Züge dafür. Ich nehme den sicheren grünen plus 2. Constellation will einfach nur Solomons Arbeit weiterführen. Das glaubst du wirklich, oder? Ja. Sam ist dein Sohn. Willst du ihm denn nicht helfen? Glaubst du etwa, ich versuche nicht, ihm zu helfen? Ich fasse es nicht, dass ich das sage, aber schön. Hehe. Wenn ihr mich endlich in Ruhe lasst, könnt ihr die Karten haben. Sie sind im anderen Raum. Hier, der Schlüssel. So, da brauchen wir auch keine Cora. Da brauchen wir kein sonstiges. Machen wir es einfach so. Einfach geschickt reden. Wie gesagt, da bin ich der Beste drin. Okay, mal sehen, ob wir das leere Nest finden. Lass mich nachdenken. Soweit ich weiß, waren seine Werte erst ganz normal, dann sind sie abgefallen. Und keine Kreatur, ob Alien oder nicht, hat sich hineingewagt. Da, ich hab's. Oh Mann. Das ist ein Problem. Was es auch ist, wir kommen damit klar. Stimmt schon. Aber sehen wir uns erstmal an, womit wir es zu tun haben. Das liegt mitten im Grenzland, wie schon erwartet. Da gibt es keine großen Probleme, außer den üblichen Begegnungen mit der Fauna. Aber das leere Nest ist eine Höhle mitten im Gebiet der Shorebande. Also der Outlaws, die Galbank ausgeraubt haben. Ach, die Lappen. Na, das ist ja kein Problem. Das sind ja Lappen. Outlaws bestrafen klingt nach einer tollen Beschäftigung, um ehrlich zu sein. Vergiss nur nicht, es geht um das Artefakt, nicht um sie. Wenn es dir Spaß macht, Verbrecher zu jagen, ist das nur ein Bonus. Gehen wir zu der Höhle. Let's go. Ich bin hyped. Hyped darauf, ein paar Outlaws zu verprügeln und ein Artefakt wiederzubekommen. Und das beides geht am gleichen Ort. Ist das nicht super? Ja, was du nicht sagst. Kann ich auch so warten? Einfach mal ein bisschen warten, damit ich Leben regeneriere. Hey, man regeneriert beim Warten keine Leben mehr? Scheiße. Dann bringt das nichts. Dann muss ich wohl oder übel ein Medikit nehmen, ne? Uncool. Schnell speichern. So, kommst du hier auch runter, oder wie ist das?
Also bist du in der Lage, hier runterzukommen? Okay, da ist er. Hier werden Ressourcen gewonnen. So oder so ähnlich könnte halt auch so ein Ressourcenbohrer aussehen von meinem Außenposten, wenn ich mal einbaue. Aber ich schätze mal mit... Da kann ich jetzt nicht viel mit anfangen, wenn ich hier bin. Okay, das ist jetzt die erste Quest, für die man tatsächlich auf dem Planeten, auf der Welt ziemlich weit laufen muss. Aber das ist auch nicht schlecht. Außer, dass wir das erste Mal die Tierwelt kennenlernen. Alter, what the fuck? Ey, vor dem habe ich Ultraschiss. Von hier, ich brauche dieses Upgrade, dass man dieses Fernrohr hat beim Scannen. Ich habe das erst für unwichtig, aber ich habe das als unwichtig abgetan, aber das ist ja super wichtig, wenn ich jetzt von hier aus wissen möchte, ob das eine feindliche Kreatur ist oder nicht. Alter, 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 wenn die mich hier angreifen, dann ficken die uns, glaube ich, komplett in den Arsch, oder? Da ist zum Beispiel eine feindliche Kreatur. Genau was gefunden? Noch nicht. Huh! Warte, jetzt kann ich ihn vielleicht in Ruhe scannen. Nee, irgendwie nicht. Alter, dieses kleine Viech war Level 10 und hat so viele Schüsse gebraucht. Gegen die Großen überlebe ich es nicht. Gegen dieses große Viech da überlebe ich das, glaube ich, keine Sekunde. Aber der sieht nicht böse aus. Komm, es muss auch mal Kreaturen geben, die mich nicht sofort töten wollen, oder? Grasender Seestern. Tatsächlich, ich glaube, der ist friedlich. Oh, der ist auch voll süß. Ach, der ist ja süß. Ach, das ist ultra süß. Alles gut hier. Wir schreiten weiter voran durch die Wildnis. Sind fast da, glaube ich, jetzt langsam. Man merkt ultra, dass es ein Bethesda-Game ist, ne? Aber das auf eine gute Art und Weise. Also das Spiel ist ultra, ultra geil, meiner Meinung nach, bisher. Und das wird sich auch wahrscheinlich nicht mehr ändern. Das wird ein absolutes Bomben-Game für mich als Weltraumliebhaber sozusagen. Oh. Okay. Hier geht's schon los mit der Bande. Wir haben nicht mehr so super viel Muni, ne? Für diese Pistole. Deswegen ist es auch immer gut, mehrere zu haben. Oh shit, Geschütz MK1. Wenn mich das Ding sieht, dann greift es mich an, ne? Ja, bringt mir das irgendwas hier zu sneaken eigentlich überhaupt?
Ich kann mich nicht so ansneaken und die von hinten angreifen. Das funktioniert gar nicht. Das ich glaube, wir öffnen hier einfach Feuer jetzt gleich. Alter! Der Kackroboter, Junge! Ziel eliminiert! Feiglinge! Verarschen, bin ich wohl drauf oder nicht? Hä? Hol die Pistole wieder raus. Das gibt wieder ordentlich Moneten für alles, was wir hier finden und verkaufen können. Zieht euch zurück! Ja, da sind noch welche drin, habe ich mir schon gedacht. Ah, dann haben wir sie alle gleich. Auf nimmer Wiedersehen! Neue Positionen! Oh Gott! Wo ist sie? Nimm das! Geschützsteuerung. Geschütz deaktivieren. Freund-Feind-Erkennung aktualisieren. Freund-Feind eingestellt auf aktuellen Nutzer schützen. Richtig. Ich hoffe jetzt. Alter, ich kann sogar einstellen, dass die Geschütze ab sofort mich in Ruhe lassen und auf die Gegner schießen, oder was? Krass. Hä? Betrug? Alter, komm doch mal her jetzt hier. Gut, wenn die Gegner auch Medipacks haben, das ist gut, dann füllen die sich immer wieder auf, wenn ich sie benutze und ich mache keinen Verlust. So, das dürfte jetzt der letzte da oben sein, hoffentlich. Sam, wo ist der? Wo ist Sam? Geht's dir gut, Sam? Robotersteuerung, kein Signal. Achso, ja gut, okay. Alter, wir können hier den Roboter verändern, wir können die Geschütze verändern, wir können hier alles per Computer theoretisch auch verändern. Aber du musst halt erstmal dahin kommen, ohne dass die auf dich schießen. Die schießen ja sofort auf dich.
Okay, jetzt sind wir schon wieder zu überladen. Das geht nicht. Cutter ist nicht so viel wert. Das heißt, wenn wir können, legen wir Cutter ab. Auch das Kampfsystem, die Waffen, es gefällt mir alles, alles in dem Spiel ist einfach nur geil. Außer, dass man ständig überladen ist, aber das ist halt einfach, das sind halt Bethesda-Games, ne, was will man machen. Das kennt man halt genauso auch. Ich darf jetzt eigentlich schon wieder nichts mehr mitnehmen und muss dann halt nur noch verkaufen. Außer so eine kleinen Sachen halt. Wohltätigkeit in einem gottlosen Universum. Amelia Sang, Teil 1. Für mich war der Atheismus nur der erste Schritt. Ich wuchs in einer moralischen Welt auf. Ich wandelte unter Auserwählten. Jeden Abend betete meine Familie gemeinsam für die Erlösung der Sünder in unserem Leben. Ich weiß nicht genau, wann ich aufhörte, daran zu glauben. Der Verlust des Glaubens ist für viele Menschen ein schleichender Prozess. Ein unlogischer Spruch hier, eine offene Frage dort. Und eines Tages merkt man, dass es schwer fällt, sich weiter an Falsches zu klammern. Ans Falsche zu klammern. Man will die Gemeinschaft nicht verlieren, die Bindung zur eigenen Familie. Doch wenn etwas keinen Sinn ergibt, muss es falsch sein. Wie genau ich erwachte, ist nicht so wichtig. Was danach kam, zählt. Ich hätte nie gedacht, dass das Ende meines Glaubens der Anfang eines neuen, bedeutungsvollen Teils meines Lebens sein würde. Einer zeittiefen Mitgefühls und der Wohltätigkeit als Mitglied der Aufgeklärten. What? Achso. Du bist erledigt! Ich lasse mich nicht töten! Magst du hören? Ich mag hören. Nein, ich liebe hören. Komisch. Ja, Höhlen in diesem Spiel finde ich auch super geil. Also, hier finde ich das auch einfach Bombe, in dieser Höhle zum Beispiel. Ah, ich sehe auch immer mit dem Scanner, wo ich langlaufen muss. Nutze eine Waffe, um das Vorkommen abzuspalten. Scheiße, ich habe keinen Cutter. Warte mal, wenn ich einfach eine andere Waffe nehme. Uno Sekundo, kann ich das mit irgendeiner Waffe machen? Ich glaube ja, ja. Die nächste Vision war da. Sie war da. Haben wir eigentlich für andere Pistolen hier noch zum Beispiel? Was ist denn mit dem Ding hier eigentlich?
Ja. Die Pistole könnten wir auch benutzen. Da haben wir das Artefakt auch schon aus der Höhle geborgen. Was ist denn das? So ein kleines Licht. Aber hier könnte ich mich jetzt auf dem Sofa... Ne, auf der Pritsche. Hier könnte ich jetzt... Und schlafen müsste Gesundheit wieder auffüllen, ne? Das hatten wir ja sogar mal. Ja, tatsächlich, ja. Wenn ich schlafen kann, kann ich mich ausruhen. Wenn ich mich hinsetzen kann und warten... Also warten ist nur dafür da, dass die Zeit sich ändert. Wobei warten halt normalerweise in die Elder Scrolls Spielen auch Gesundheit regeneriert hat. Und Ausdauer. Das reicht. Ich will Akilas verlorenem Sohn kein Loch in den Kopf schießen. Jedenfalls nicht, ohne vorher zu plaudern. Du musst Shaw sein. Ich bin vor allem enttäuscht. Da treffe ich Sam Coe und er guckt mit den Losern von der Constellation durch das Grenzland. Aber du hast es an meiner Crew vorbeigeschafft, die ich übrigens sehr gut bezahle. Ihr habt was aus der komischen Höhle geholt. Wahrscheinlich das, was die Ash da weggehalten hat. Also fehlt mir jetzt ein Versteck. Reden wir darüber, was mir das alles wert ist. Eure Leben, eure Credits. Eins von beiden. Egal. Wir finden eine Lösung. Gewalt ist nicht nötig. 4000 Credits, Alter. Eher kämpfe ich gegen euch alle hier, als 4000 Credits zu bezahlen. Ne? Das sage ich euch schon mal gleich. Ach, wirklich? Dann lass mal hören. Gut. 6 brauchen wir. 6 brauchen wir. Wir haben 3 Züge, das heißt, ich gehe erstmal mit dem Safen plus 2. Das ist eine große wissenschaftliche Entdeckung. Lass uns gehen und euer Name schreibt Geschichte. Verarsch mich nicht, Constellation. Leider hat das überhaupt nicht funktioniert. Wenn ihr uns gehen lasst, erzählen wir den Behörden nicht, wo ihr wart. Das zieht auch nicht bei denen, glaube ich. Wir haben schon mal deine ganze Crew erledigt. Ihr verliert, wenn ihr euch mit uns anlegt. Du hast ein paar Neulinge besiegt, mehr nicht. Und du gehst mir gerade so auf den Sack, dass das bei dir nicht anders sein wird. Es ist noch nicht zu spät, ich muss jetzt hier auf die plus 6 gehen, sowieso. Ich muss mir hier keine Sorgen machen. Okay. Ich bin das Reden leid. Tötet sie! Ach, jetzt kann ich nicht mal mehr Credits bezahlen, oder was? Oh shit. Jetzt wollen sie nicht mal mehr Geld sehen. Hallo? Hallo? Herrlich, ganz wie früher. Oh! Alter, die Präzision ist so für den Arsch irgendwie. Bei manchen Pistolen. Wenn ich nicht näher rangehe. Warum soll ich die überhaupt angreifen, gerade die Ashtar? Eigentlich wollte ich das gar nicht. Aber jetzt kämpfe ich halt schon gegen sie. Ach, unnötig Gegner jetzt, ey. Okay.
nur auf Pistolen zu gehen, macht, glaube ich, keinen Sinn, weil hier dieses hier... Die Rasta ist ja auch ganz schön OP im Vergleich zu der Pistole. Kehre zur Loge zurück. Tatsächlich, okay. Wir sind hergekommen für das Artefakt. Sind die jetzt alle tot, die ganzen Piraten-Dudes eigentlich? Ah, Credits, danke. Sind die leben die Piraten noch oder was? Ja, tatsächlich. Nee. Ist noch ein Arsch da. Holy shit, das Ding ist ja komplett gestört. Das Ding ist ja geil. Die Tombstone. Die Tombstone ist ja OP eigentlich. Favorit. Also ich gehe nicht nur auf Pistolen, das ist klar. Das jetzt gerade so mitkriege, wie OP die Gewehre hier sind in dem Game. Schmuggler sind oft einfach arme Schlucker. Warum also nicht leben und leben lassen? Wo ist denn die Anführerin? Die hatte doch bestimmt das meiste Geld von allen. Habe ich die? Haben wir die gekillt? Ja, hier ist sie, okay. Hat aber keine Credits dabei gehabt. Wie will sie dann ihre Crew bezahlen? Hat sie bestimmt einfach noch nicht bar bei sich dabei gehabt. Aber okay, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Das Artefakt haben wir gefunden. Und im nächsten Part kehren wir zur Loge zurück und setzen es an seinen Platz. Also, wieder einschalten bei Starfield. Bis dahin.